Ich stehe jeden Tag um 5 auf. Jetzt, vor 10 Jahren, bin ich noch um 3 aufgestanden oder auch oft in der Nacht, weil ich war Mechaniker auch. Ich war Mädchen für alles. Die letzten 10 Jahre geht es mir schon besser, bin ich mehr im Management, aber ich stehe trotzdem um 5 auf und bin spätestens jeden Tag um 6 im Betrieb und mache jeden Tag zwischen 6:30 und 8 Uhr meinen Durchgang durch den kompletten Betrieb, kontrolliere Produktqualität, kontrolliere die Hygiene. Und ich mache immer sehr gern Wortspiele. Und da ist mir wieder eingefallen, Broadway. Warum Broadway? Backen ist auch Kunst. Wir Bäcker wissen nie hundertprozentig, was nachher rauskommt. Wenn wir verarbeiten ja Lebensmittel, das sagt ja schon das Wort Leben, das ist ein Leben. Und man sieht es genau bei einer Hausfrau, wenn sie heute einen Kugelhopf macht und morgen einen Kugelhopf macht, wird er nicht gleich aussehen. Und so ist es ungefähr bei uns und beim Künstler ist es genauso. Der weiß nie, wenn man da jetzt sieht, die Bilder, was wird hundertprozentig aus dem Bild. Er hat einen Gedanken, aber genau kann er es nicht sagen wie bei einer Fotografie. Und dafür habe ich gesagt Broadway. Und in Verbindung mit den Wortspielen ist der Broadway natürlich sehr toll, macht Kunst, Vernissagen, Weihnachtsfeiern, Ausstellungen, Lesungen und so weiter. Und gleichzeitig können wir im kompletten Betrieb einsehen, was sehr toll ist, weil wir haben nichts zu verstecken. Bei uns kann man wirklich jeden Mitarbeiter auf die Finger sehen. Da ist der Betrieb, die Erzeugung, das Handwerk noch und auf der anderen Seite ist die Kunst. Dafür Broadway. Ich esse alles sehr gerne, bis auf Fleisch ist bei mir auch, aber eher helles Fleisch. Und Gebäck kann ich sagen, nach wie vor eine Semmel, wo man sagt, was eine Semmel? Ich selbst esse eine Semmel sehr gern zum Frühstück alt. Einen Tag alt muss bei mir eine Semmel sein, weil sie sättigt dann mehr. Und aufs Gewicht muss ich doch immer wieder ein bisschen schauen, weil ich bin ja süßer. Meine Lieblingsspeise ist süß, dafür bevorzuge ich nicht so gern Gebäck. Sicher Vollkornbrot ist auch sehr gut mit Picotta-Käse. Aber wenn ich in ein Restaurant gehe, als erste Speisekarte, Vorspeise, Nachspeise, ist die Nachspeise toll, lasse ich die Hauptspeise aus. Und meine Favoriten bei mir sind sicher Brownies, Topfensoufflé-Schnitte und die Apfelbutterstreusel. Da könnte ich nicht aufhören, muss ich sagen, da kann ich mich auch nie satt essen. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend wollte ich immer werden Bäcker oder Banker, weil beides brauchst du täglich. Und wie man so sieht, bin ich Bäcker geworden und sicher sehr erfolgreich. Weil für mich ist immer so, mein Beruf ist mein Hobby und alles, was du gern machst im Leben, wird zum Vergnügen. Und mein Beruf ist mein Vergnügen.